Herzlichen Dank, dass Sie die Mühe nicht gescheut haben, wenige Tage nach Ostern eine Veranstaltung, einen Kurs zu einem zugegeben komplexen und vielleicht auch für manche heiklen Thema aufzusuchen. Ich werde versuchen, immer wieder auch kulturgeschichtliche Reflexionen in den Text, den ich vorbereitet habe, einzubauen. Und vielleicht können wir am Ende dann noch einmal über das Thema, wie steht die katholische, die christliche Religion zum Suizid und was sind die Hintergründe vor allem für diese Haltung. Doch zunächst beginne ich ganz einfach mit der Frage, wie können wir Suizid verstehen und wie können wir verstehen und helfen? Auf den ersten Blick eröffnen sich nämlich nur zwei Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Und die stehen in starkem Widerspruch zueinander. Hilfe kann nämlich einerseits vor dem letzten Schritt zur Selbsttötung geleistet werden, als Hilfe zum Leben, als therapeutische Unterstützung und Intervention, genau genommen als Hilfe gegen den Suizid. So kann man auch beispielsweise seitenlange Briefe von Voltaire in der Ausgabe seines Briefwechsels mit Friedrich dem Großen lesen, als Friedrich der Große mit dem Gedanken an den Suizid ziemlich intensiv sich auseinandergesetzt hat und Voltaire ihn beschwört, es nicht zu tun, um seinen unsterblichen Ruhm nicht zu gefährden. Und sie kann andererseits nämlich diese Hilfe als Hilfe zur Beendung eines Lebens erfolgen, wenn dieses Leben beispielsweise aufgrund schwerer Erkrankungen, eines hohen Alters oder quälender Schmerzen unerträglich geworden ist. Auch dafür lassen sich viele Beispiele finden und so legitimieren etwa die Organisationen zur Sterbehilfe in der Schweiz oder in den Niederlanden die Bereitstellung von Medikamenten, die einen sanften und schnellen Tod herbeiführen. Pentobarbital bekanntlich. Von solchen Möglichkeiten hat übrigens schon Thomas Morus in seiner vor mehr als 500 Jahren, 1516, gedruckten Schrift Utopia gesprochen. Wenn jemand auf der Nova Insula, der neuen Insel des englischen Humanisten, an einer unheilbaren Krankheit und heftigen Schmerzen leidet, so, ich zitiere jetzt aus der Übersetzung, so reden die Priester und Behörden ihm zu, er möge bedenken, dass er allen Berufspflichten seines Lebens nicht mehr gewachsen, anderen zur Last und sich selber schwer erträglich sei und somit seinen eigenen Tod bereits überlebe, deshalb möge er nicht zaudern, in den Tod zu gehen, da ihm das Leben doch nur eine Qual sei, somit möge er getrost und guter Hoffnung sich selbst aus diesem schmerzensreichen Leben, wie aus einem Kerker oder einer Folter befreien oder willig gestatten, dass andere ihn der Qual entrissen. Nach wie vor, das wissen Sie alle, wird die Hilfe zum freiwilligen Tod kontrovers diskutiert, auch nach den letzten Gesetzgebungen etwa in Deutschland, auch im sehr katholischen Spanien, wo eine erstaunliche Liberalisierung der Sterbehilfe erfolgt ist. Auch in Österreich gibt es hier Erleichterungen. Nach wie vor wird dennoch die Hilfe zum freiwilligen Tod kontrovers diskutiert und sogar dann, wenn sie, wie in Michael Hanekes berührendem Film mit Emmanuel Riva und Jean-Louis Trintignant, der 2012 in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat, aus Liebe erfolgt. Dafür gibt es übrigens in der Fachliteratur inzwischen immer mehr Beispiele. Paare entscheiden sich in hohem und fortgeschrittenem Alter, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Und das unter anderem auch deshalb, weil sie nicht die Partnerin oder den Partner überleben wollen. Ein berühmtes Beispiel hat André Gortz, französischer Philosoph, gegeben, als er mit seiner Frau gemeinsam in den Tod ging, aber davor noch eine Art von Liebesbrief an sie geschrieben hat, der dann auch als Buch erschienen ist. Es ist ein sehr umfangreicher Liebesbrief und der mit einem Zitat aus dem Text Abschied von Gustav Mahlers Lied der Erde endet, indem er den Gott dann noch ein bisschen ausschmückt
und sagt, er möchte auf keinen Fall hinter ihrem Leichenwagen hergehen. Und so haben sie es ja dann auch realisiert. Es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, Suizid zu verstehen und zu helfen. Sie betreffen also nicht die Frage der Verhinderung oder der Unterstützung in Bezug auf einen Menschen, der Suizid begehen will, sondern eher so etwas wie eine Haltung, die häufig als Suizidalität charakterisiert wird. Was meint Suizidalität? Es meint die Haltung, die als Reflexion des Suizids, als letzten Ausweg betrifft, als letzten Ausweg, der in schlimmster Not gewählt werden könnte. Epiktet hat einmal davon gesprochen, der stoische Philosoph, das sei wie eine offene Tür, von der man sich immer klar machen muss, dass sie auch offen steht. Und Friedrich Nietzsche behauptete einmal, der Gedanke an den Selbstmord sei, Zitat, ein starkes Trostmittel, mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg. Also da geht es ums Überleben durch die, das ist Suizidalität, ums Überleben durch diese Reflexion. Kate, die suizidale Heldin in Walker Percys Roman The Movie Goer von 1962, krönt dieses Argument noch mit der scheinbar paradoxen Versicherung, der Suizid sei, Zitat, das Einzige, was mich am Leben hält. Das ist eine schöne paradoxe Formulierung. Wenn alles andere schief geht, muss ich nur an Selbstmord denken und in 0, nichts bin ich wieder gut drauf. Wenn ich mich nicht umbringen könnte, ja, das wäre ein Grund, es zu tun. Ich kann ohne Nembutal oder ohne Krimis leben, aber nicht ohne Selbstmord. Suizidgedanken also als Überlebenshilfe. Das ist nochmal ein Gesichtspunkt, der an die zuerst geschilderten beiden Gesichtspunkte hinzutreten kann. Davon erzählt auch Wilhelm Flusser in seiner philosophischen Autobiografie, die unter dem Titel Bodenlos ein Jahr nach seinem Tod am 27. November 1991 erschienen ist. Da ist Wilhelm Flusser an einem Verkehrsunfall, Autounfall gestorben. Ich hatte noch das Glück, ihn 1989 auf einem Symposium im Rahmen des Steirischen Herbstes, ein Symposium, das dem Thema der Zeit gewidmet war, persönlich kennenlernen zu dürfen. Flusser ist in einer jüdischen Familie in Prag aufgewachsen. Sein Vater war Professor für Mathematik an der Universität Prag. 1939 musste er vor dem NS-Regime flüchten. Seine Angehörigen, die Eltern, Großeltern und seine Schwester wurden in den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz ermordet. Flusser emigrierte zunächst nach London und 1940 im Alter von 20 Jahren nach Sao Paulo in Brasilien. 1962 erhielt er einen Lehrstuhl für Kommunikationstheorie an der dortigen Universität. Übrigens im selben Jahr, in dem sein 3 Jahre älterer Cousin David Flusser zum Professor für vergleichende Religionsgeschichte an der Hebrew University in Jerusalem ernannt wurde. Wilhelm Flussers Bodenlosigkeit manifestierte sich nicht nur in dieser Fluchtgeschichte, in zahllosen Vortragsreisen und Gastprofessuren, sondern auch in seiner Mehrsprachigkeit. Er schrieb in Englisch, Französisch, Portugiesisch und Deutsch, seltener in seiner tschechischen Muttersprache. In Prag hatte der 18-jährige Flusser ein Jahr vor seiner Flucht das Studium der Philosophie aufgenommen, das er dann in London fortsetzte. Bevor er jedoch in Sao Paulo erste Kontakte mit dem Philosophischen Institut der Universität zu unterhalten begann, musste er mehr als ein Jahrzehnt lang im Import-Export-Geschäft arbeiten. Während dieser Zeit vertiefte sich eine Gespaltenheit, eine Zerrissenheit. Die Flusser, so beschreibt er es in seiner Autobiografie, nur in ständigem Umgang mit Suizidgedanken zu ertragen vermochte. Er schreibt in der Autobiografie, die ich eben erwähnt hatte, zugegebenermaßen war dieses Doppelspiel zwischen Sao Paulo und Prag, zwischen Import und Schopenhauer, zwischen Terrainkauf und Gaskammer nur durchzuhalten,
weil man zugleich auch immer mit dem Gedanken an den Selbstmord spielte. Diese innere Zerrissenheit war, wie gesagt, nur durch das Spiel mit dem Gedanken an den Selbstmord erträglich. Der Selbstmordgedanke mit den Gasöfen als Hintergrund war das Klima, in dem man damals philosophierte. Und diese selbe Zerrissenheit, diese selbe Gespaltenheit prägt auch die Erinnerungsarbeit der Autobiografie. Denn, so schreibt Flusser, bei der Frage, warum man sich damals nicht das Leben nahm, sondern die Alternative der Denkerstickung wählte, schweigt das Gedächtnis nicht, sondern gibt eine doppelzüngige Antwort. Einerseits sagt es, sei man damals zu feig gewesen, sich umzubringen, weil man die Schmerzen fürchtete und einen ästhetischen Abscheu vor der Vorstellung empfand, auch physisch zu einer schmutzigen Sache zu werden. Andererseits aber, sagt es, habe man damals schon dunkel gefühlt, eine Aufgabe im Leben zu haben und sich also entschlossen, dem spielerischen Grauen des täglichen Lebens die Stirn zu bieten. Noch einmal spricht Flusser hier von einer elementaren Gespaltenheit, von der er sagt, dass man sie sich nicht eingestehen kann. Tatsache ist, dass man sich weder das Leben nahm, noch auch aufhörte, täglich mit dem Gedanken an den Selbstmord zu spielen. Diese immer offen gelassene Möglichkeit bedeutete die Freiheit, in der man lebte, eine Freiheit um den Preis nächtlicher Albträume und täglicher Suizidgedanken im andauernden Blick auf den letzten Ausweg. Nicht nur dachte man in Träumen und schlaflosen Nächten auf unkontrollierte Weise, sondern es kamen einem auch im wachen und ganz bewussten Zustand immer wieder Gedanken. Es waren vor allem diese Gedanken, die einem ein Leben ohne das Spiel mit dem Selbstmord unmöglich machten. Soweit also Wilhelm Flusser. Nun habe ich in meinem Buch sehr viel ausführlicher, als ich es heute könnte, ausgeführt, dass das, was wir so halbwegs routiniert als Suizidalität bezeichnen, als wäre es einfach ein Symptom einer Krankheit, etwas zu tun hat mit dieser Zerrissenheit, Spaltung, Gespaltenheit, von der Flusser schreibt. Das belegen auch viele Metaphern, die ich aus unterschiedlichen Kontexten extrahiert habe. Da ist die Rede davon, dass Spieler mit sich selbst um den Einsatz ihres Lebens spielen. Es ist davon die Rede, dass Jäger sich selbst als Beute verfolgen, als Täter und Opfer zugleich, als Befreier und Befreite, als Besitzer und Besessene, gar als Wächter und Häftlinge. In solchem Sinn spricht Roberta Tartafiore in ihrem Suizidtagebuch von der Gefängniswärterin ihrer selbst. Sie sei die Gefängniswärterin ihrer selbst. In der zweiten Ausgabe der neu gegründeten Zeitschrift Revolution Surrealiste vom 15. Januar 1925 veröffentlichte die Redaktion eine Umfrage zum Thema »Ist Suizid eine Lösung?« Ich versuche immer, das Wort selbst noch möglichst zu vermeiden. Wenn es direkte Zitate sind, muss ich es so zitieren. Aber wenn ich so frei zu Ihnen spreche, dann spreche ich lieber von Suizid, weil mit dem Begriff Selbstmord immer schon eine bestimmte Bewertung verbunden ist, ebenso wie mit dem Begriff Freitod. Beides würde ich eigentlich in Frage stellen, deshalb die ein bisschen technisch klingende Rede vom Suizid. Ein weiterer Grund dafür ist übrigens, dass sowohl im Französischen als auch im Englischen und in vielen anderen Sprachen, Italienisch, Spanisch und so weiter, der Begriff Suizid gut verständlich ist. Suicide heißt es im Englischen, Le Suicide heißt es im Französischen, Suicidio im Italienischen und so weiter. Also das ist ein Begriff, der anders als im Deutschen in den anderen europäischen Sprachen durchaus vertraut ist. Also ist Suizid eine Lösung? Publiziert wurden Antworten und Beiträge von rund 50 Autorinnen und Autoren, darunter auch damals sehr prominenten Schriftstellerinnen und Schriftstellern wie Antonin Artaud, André Breton, Marcel Johandou, der an Lungentuberkulose erkrankte René Crevel, beantwortete die Frage mit einer klaren Bejahung des Suizids.
den er dann tatsächlich 10 Jahre später auch genau so, wie er ihn beschrieben hatte, vollzogen hat. Und Paul Valéry ließ sein alter Ego dem berühmten Monsieur Test antworten. Und Monsieur Test, ganze Cahiers von Valéry, in denen immer wieder Monsieur Test auftritt, ist einerseits der Erzeuge, andererseits vielleicht auch Test, kann auch auf das Titel bezogen werden. Es ist auch eine Betonung sozusagen des Männlichen in dieser Figur. Monsieur Test argumentiert zunächst, der Suizid sei eine plumpe Lösung. Doch dann räumt er ein, manche zweimal Sterblichen scheinen im Schatten ihrer Seele einen Somnambul-Mörder mit sich zu führen, einen Träumer ohne Erbarmen, einen Doppelgänger, der zum Vollstrecker einer unerbittlichen Weisung wird. Manchmal steht in ihren Gesichtern ein leeres und geheimnisvolles Lächeln, das Zeichen ihres gleichgearteten Geheimnisses, das, wenn man das so schreiben kann, die Gegenwart ihrer Abwesenheit zum Ausdruck bringt. Vielleicht empfinden sie ihr Leben als sinnlosen und unerquicklichen Traum, dessen sie sich zunehmend überdrüssig fühlen, sodass sie der Versuchung, davon zu erwachen, immer weniger widerstehen können. Alles erscheint ihnen trister und nichtiger als das Nichts. André Breton antwortet dagegen auf die Umfrage, ist Suizid eine Lösung, mit einem Zitat, und zwar aus Théodore Geoffroy's Nouveau Mélange Philosophique. Das ist damals gerade in einer neuen Ausgabe erschienen, aber eigentlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals erschienen. Und dieses Zitat, das mag ich eigentlich ganz gern, weil es nochmal diese Gespaltenheit zum Ausdruck bringt, lautet schlicht: Selbsttötung, also Suizid, ist ein schlecht gewähltes Wort. Wer tötet, ist niemals identisch mit dem, der getötet wird. Das ist ein schlauer Gedanke. Ne? Und da haben Sie dieses Spaltungselement ganz klar ausgedrückt. Auch Ernst Jünger hätte sich wohl zu dieser Haltung bekannt, als er in einem Zusatz zu seinem utopischen Roman Heliopolis von 1949 schrieb: Was mich betrifft, so muss ich gestehen, dass der Gedanke, Hand an mich zu legen, mich stets beunruhigt hat. Er hat mich nicht eigentlich mit Furcht erfüllt, eher mit Scheu. Und jetzt kommt noch so ein Zusatz zu dem Gedanken, den Breton ausgedrückt hat, der lautet: Man tritt sich gegenüber wie einem Opfer, das sich nicht wehren kann. Also nochmal dieselbe Spaltung zum Ausdruck gebracht, aber jetzt noch mit dem Unterschied: Der Soldat, der berühmt geworden ist mit seinen Romanen aus dem Ersten Weltkrieg, der sagt, man darf nicht auf ein Opfer losgehen, das sich nicht wehren kann, selbst dann, wenn ich selbst dieses Opfer bin. Kaum ein Autor des 20. Jahrhunderts hat so nachdrücklich und obsessiv gegen das Einverständnis mit dem Tod opponiert wie Elias Canetti. Im nächsten Jahr werden wir im Übrigen wieder ein rundes Todesjahr von ihm feiern. Da ist es der 30. Todestag, den wir erinnern werden. Noch im Alter von 80 Jahren notierte Canetti etwa: Aber ich verfluche den Tod. Ich kann nicht anders. Und wenn ich darüber blind werden sollte, ich kann nicht anders, ich stoße den Tod zurück, würde ich ihn anerkennen, ich wäre ein Mörder. Viele Jahre lang plante Canetti eine Sammlung von Aufzeichnungen, die erst unter dem Titel Totenbuch erscheinen sollten. 20 Jahre nach seinem Tod wurde schließlich das Buch Gegen den Tod 2014 publiziert, das in chronologischer Reihenfolge von 1942 bis 1994, also bis zu seinem Todesjahr, eine Vielzahl bisher unveröffentlichter Aufzeichnungen enthält, darunter auch einige Bemerkungen zur Selbsttötung, zum Suizid. Und wie sich fast von selbst versteht, schließt Canettis Hass auf den Tod eben auch den Suizid ein. So heißt es etwa in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1952: Jeder Tod ist möglich, zu rechtfertigen ist keiner, selbst einer, der sich gegen seinen Willen ermorden lässt, trägt in meinen Augen Schuld. Das ist ein harter Gedanke für das Jahr 1952. Aber die Schuld des Mörders oder gar des Selbstmörders ist für mich unermesslich und durch nichts hier abzubüßen. Ich frage mich ernsthaft,
ob nicht jeder Mensch, der stirbt, dafür allein schon Schuld trägt. Das ist schon sehr radikal gedacht und drückt aber aus, was Kennedy immer wieder zum Ausdruck gebracht hat in seinen Reflexionen über diese tiefe Gegnerschaft zum Tod. Und im folgenden Jahr, also 1953, notiert er dann, allen, die den Tod empfehlen als Befreiung und Ausweg, scheint eines entgangen zu sein, die Unwiderruflichkeit. Die glückliche Tür, die sich seinen Verfechtern öffnet, schließt sich, sobald man durch sie hindurchgegangen ist, und öffnet sich niemals wieder. Es wird einem nicht erlaubt, die beiden Zustände zu vergleichen. Man kommt nicht zurück. Man tat einen Schritt und er bedeutet alles. Die Leichtigkeit dieses Schritts, seine Schlüssigkeit, Billigkeit und Unfehlbarkeit sind es, die mich am meisten an ihm entsetzen. Ich habe ein Gefühl, dass Selbstmord noch schlimmer als Mord ist. Man könnte an dieser Stelle einwenden, dass Canetti hier eben auch die Ideen mancher Theologen aus dem 17. Jahrhundert reproduziert, ohne es zu wissen und vermutlich auch ohne es zu wollen, wonach jeder Suizid eigentlich Doppelmord sei, weil er nicht nur den Körper des Suizidenten, sondern auch seine unsterbliche Seele töte. Von den Toten, den Suiziden seiner Freunde, Gerhard Fritsch, Paul Celan, Jean-Améry, war Canetti gleichwohl dennoch betroffen und erschüttert. 40 Jahre nach den eben zitierten Generalverurteilungen des Suizids, ja des Sterbens überhaupt, träumt er von einer seltsamen, vielleicht auch ein bisschen eitlen Wiedergutmachung. Da heißt es ebenfalls in einer kleinen Aufzeichnung, er sucht die Selbstmörder seines Lebens und holt sie zurück, wie gern sie kommen, wie sie über die Gesellschaft, in der sie sich finden, staunen. Jeden spricht er an, jeder steht ihm Rede, keiner begreift sich, keiner täte es wieder. Zusammen danken sie im Chor der Selbstmörder. Soweit Canetti. Dennoch kannte aber auch Canetti diese rätselhafte Erfahrung der Gespaltenheit, von der hier die Rede war, der Suizidalität, die eben nicht mit älteren Konzepten der Schizophrenie oder dem breiten Feld sogenannter dissoziativer Störungen verwechselt werden sollte, die in psychologischer Fachliteratur beschrieben und kommentiert werden. Denn diese dissoziativen Störungen sind zumeist mit Bewusstseinstrübungen und Kontrollverlusten verbunden, die nach wie vor umstrittenen, multiplen Persönlichkeiten, wie man sie genannt hat, wissen beispielsweise oft nichts voneinander. Dagegen erweitert die Gespaltenheit, die André Breton, Wilhelm Flusser, Ernst Jünger, Friedrich Nietzsche, Roberto Tartafiore oder Paul Valéry beschreiben, eher den Spielraum der Handlungsmöglichkeiten und Freiheitserfahrungen. Sie vertieft geradezu die Hoffnung, sich verändern und ein anderer werden zu können. Ganz in dem Sinn, in dem Kate das in dem vorhin zitierten Roman vom Kino Gehr zum Ausdruck bringt. Nicht der unwiderrufliche und letzte Schritt durch die Tür ist hilfreich oder verwerflich im Sinne Canettis, sondern vielmehr die paradoxe Gewissheit Kates, die ich eben nochmal in Erinnerung gerufen hatte, wenn sie sich nicht umbringen könnte, müsste sie es tatsächlich tun. Also die stoischen Lehrsätze des ebenfalls schon erwähnten Philosophen Epiktet. Die Hauptsache ist, vergiss nicht, die Tür steht offen. Sei nicht ängstlicher als die Kinder, sondern mach es wie diese. Wenn ihnen die Sache keinen Spaß mehr macht, sagen sie, ich will nicht mehr mitspielen. Sag auch du, wenn dir die Verhältnisse untragbar erscheinen, ich will nicht mehr mitspielen und entferne dich einfach. Falls du aber bleibst, so klage nicht. Das war für die Stoiker immer sehr wichtig, dass man die Klage verbietet. Und diese Möglichkeit offen zu stehen, das wird man auch in anderen berühmten Texten der stoischen Philosophie, sei es bei Marc Aurel oder bei Seneca finden. Und Seneca hat ja bekanntlich dann auch den Befehl Neros, sich das Leben zu nehmen, unmittelbar befolgt. Am 24. Februar 1951 notiert Canetti den Satz, jeder hat seinen Zwilling, der ihm mit Selbstmord droht. Diesen Satz hat paradoxerweise an die Herausgeber des Buchs gegen den Tod nicht in die Auswahl aufgenommen. Ich hatte nur das Glück, tatsächlich auch in den unveröffentlichten Nachlass Einblick nehmen zu können. Und da steht er drin zu großer Verblüffung. Es ist möglich, dass er dabei auch an die Auseinandersetzungen mit seiner Frau Wieser dachte.
die im Londoner Exil oft an den letzten Ausweg dachte, wie etwa die Briefe an Georges, an Canettis jüngsten Bruder, bezeugen. Nicht weniger plausibel ist jedoch, dass er den somnambulen Doppelgänger kannte, von dem Paul Valéry's Monsieur Test berichtet. Zumindest implizit verweist Canettis Satz aber auch auf einen anderen Zwilling, nämlich eine Aufzeichnung seines Mentors und engen Freundes, des Ethnologen Franz Bermann Steiner, dessen Beiträge zur Massenmacht kaum überschätzt werden können und der auch Aufzeichnungen geführt hat, die erst vor kurzem publiziert wurden. Und zwar schreibt er 1952 in seinem Todesjahr: Die einsamsten sind die, deren Selbstmord eigentlich Doppelselbstmord ist. Das ist eine ganz merkwürdige Formulierung. Da haben Sie nochmal dieses Thema der Gespaltenheit, das Thema des Zwillings, die Verdoppelung, dieses sich nicht vorstellen zu können, sein eigener Mörder zu sein, Töter zu sein, Suizident zu sein und gleichzeitig das Opfer. Wie können wir Suizid verstehen? Wie können wir auch helfen? Wir haben uns beispielsweise inzwischen und gerade auch durch die Forschungen am Wiener Institut für Krisenintervention daran gewöhnt, aus Sorge vor Nachahmungstaten die mediale Berichterstattung über Suizide zu disziplinieren. Werter-Effekte sollen möglichst vereitelt werden. Inzwischen gibt es freilich auch Studien, die sagen, man muss hier differenzieren. Es gibt sehr viel weniger Werter-Effekte, die sich tatsächlich auf Romane beziehen. Wenn überhaupt, dann beziehen sich diese Effekte viel mehr auf prominente Vorbilder, über deren Suizid dann in den Medien berichtet wird. Also der Enke-Effekt, weiß nicht, ob Sie wissen, worauf sich der bezieht, auf den Torwart Robert Enke, der sich aufgrund schwerer Depressionen das Leben genommen hat. Der Enke-Effekt ist vielleicht viel wichtiger als der Werter-Effekt nach neueren Untersuchungen. Und vielleicht sollte man auch daran erinnern, dass wir inzwischen nicht nur die Werter-Effekte, sondern auch die Papageno-Effekte entdeckt haben. Manche Suizide, und das ist ja eine Botschaft, die ich versucht habe, schon vor einigen Minuten zu formulieren können, vermieden werden, gerade weil die offene Tür Epiktets als Einladung zu Reflexion und Gespräch wahrgenommen wird. Das drüber reden und drüber reden können, ist ungeheuer wichtig. Und ich habe es sehr begrüßt. Ich war damals Mitglied des Beirats einer Ausstellung am Museum für Sepulkalkultur in Kassel. Die erste Ausstellung zum Thema des Suizids, die seit langer Zeit auch aufgrund der diversen Ängste, die damit verbunden sind, stattfinden konnte. Und die hatte den schönen Titel Suicide, Let's Talk About It. Lass uns darüber reden. Das darüber reden ist wahnsinnig wichtig. Und deshalb erzähle ich Ihnen jetzt gern noch eine frühe Anekdote, die Jeffrey Merrick entdeckt hat in einer französischen Zeitschrift aus dem Jahr 1781, einer Pariser Zeitschrift, und in der er schreibt, dass die Korrespondance sekret ihre Leser mit der Geschichte eines suizidalen Schusters aus dem Faubourg Saint-Germain unterhielt, der beinahe dasselbe Schicksal erlitten hätte wie Goethes unglücklicher Held. Zitiere, gesegnet mit einer herrischen Gattin, einer widerspenstigen Tochter und einem unbegabten Sohn, pflegte der Schuster während des Tages die Maße zu nehmen und seine Verkäufe abzuwickeln, nach Hause zu eilen, um in seinem Zimmer das dort versteckte Geld nachzuzählen und den Abend in der Taverne zu verbringen, um mit seinen Freunden über Literatur zu diskutieren. Was übrigens damals durch eine verbreitete Praxis war, Lesen war noch was Neues und wurde nicht so wie heute als Belastung wahrgenommen, sondern eher als Vergnügen. Man muss sich eine Zeit vorstellen, in der man im Wirtshaus sitzt und sich natürlich auch betrinkt und über Literatur diskutiert. Und nicht über das Internet und die neueste Fernsehserie. Als er einmal, nämlich der Schuster immer noch, spät in der Nacht gegen Jahresende nach Hause zurückkehrt, muss er entdecken, dass seine Frau mit dem Vorarbeiter durchgebrannt ist, dass seine Tochter im Arrest sitzt, weil sie Fremden auf der Straße unziemliche Avancen gemacht hat und dass sein Sohn in die Armee eingetreten ist und dass am schlimmsten von allem sein ganzes Geld gestohlen war. Erschüttert von diesem Unglück beschließt der Schuster, sich das Leben zu nehmen. Er war schon dabei,
sich die Kehle durchzuschneiden, als ihm einfiel, dass es in Paris nicht nur Mode ist, Suizid zu begehen, sondern eben auch üblich, einen erklärenden Abschiedsbrief zu hinterlassen. Den haben übrigens damals tatsächlich die Zeitungen noch ziemlich unbesorgt um ideale Nachahmungstaten dann oft abgedruckt. Er legt also sein Messer nieder, ergreift seine Feder, kritzelt wenige Zeilen und schließt mit einigen passenden Versen von Molière. Molière? Oder war es Jean-Baptiste Rousseau, fragt er sich in Sorge, nach seinem Tod einen Narren aus sich zu machen und entscheidet, den Suizid auf den nächsten Tag zu verschieben, nämlich lang genug, um seine Freunde über die Quelle der Verse konsultieren zu können. Der eine Freund schreibt sie Corneille zu. Googeln geht damals noch nicht. Der andere Marmontel. Am Ende geben sie einander eine Woche, um die Angelegenheit zu klären. Während dieser Woche erkennt der Schuster, dass ihm seine Frau einen Gefallen getan hat, indem sie ihn verlässt, dass seine Tochter erhalten hat, was sie für ihr Fehlverhalten verdient, dass sein Sohn die Ehre hat, dem König zu dienen und dass er im Laufe der Zeit das Geld schon ersetzen kann, das er gehortet und verloren hat. So viel, das könnte man als Papageno-Effekt beschreiben. Freunde und Literaturlektüren können also das, was Canetti den drohenden Zwilling nennt, er hat noch einen Hinweis am Rande, Canetti hat übrigens bis zu seinem eigenen Tod immer fest daran geglaubt, auch das ist nicht so bekannt, dass Weser, die am 1. Mai 1961 gestorben ist, dass Weser sich das Leben genommen hat. Die Ärzte haben ihm mehrfach versichert, dass es nicht so sei. Er hat das nicht geglaubt, gedacht, er soll geschont werden. Und man findet in den Aufzeichnungen zahllose Spuren dieser Überzeugung, dass nun ausgerechnet seine langjährige Frau sich das Leben genommen hat. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass der Zwilling, von dem Canetti schreibt, nicht nur droht, sondern auch ein Versprechen leistet. Und das ist etwas, was mich tatsächlich seit langer Zeit sehr interessiert, nämlich eine Art von Sinnstiftung für das ganze Leben. Mit diesem Aspekt hat sich die flämische Schriftstellerin und Philosophin Patricia de Martellare 1993 in einem sehr inspirierenden Essay, das ist, glaube ich, der einzige Text von ihr, der jemals auf Deutsch übersetzt worden ist, ein Essay zur Ästhetik des Suizids, auseinandergesetzt. Dabei beginnt sie damit, dass die meisten Suizide philosophisch gar nicht so interessant und ertragreich sind. Nämlich der rationale Suizid, der aus überzeugenden Motiven, zum Beispiel in einer massiven Einschränkung des Lebens durch hohes Alter, unheilbare Krankheit oder schwer erträgliche Schmerzen begangen wird. Und der Suizid, der so stark von einer psychischen Pathologie bestimmt wird, dass er geradezu als unbewusste Handlung charakterisiert werden könnte. Sie will über diese Suizide gar nicht reden, sondern nach einem anderen Typus des Suizids fragen. Nach der unmöglichen Haltung, von der wir schon gesprochen haben, die mit der Gespaltenheit, der Zerrissenheit, aber auch dem lebenslangen Spiel mit diesem Gedanken an die offene Tür in den letzten Ausweg im Zusammenhang steht. Und sie behauptet, dass diese unmögliche Haltung geprägt wird, und das finde ich eben sehr interessant, von einer Sehnsucht nach Vollständigkeit, nach Vollendung, nach Abrundung des eigenen Lebens, um es endlich als Endprodukt den Hinterbliebenen vorzulegen und vielleicht dabei selbst aus dem Grab heimlich zuschauen zu können. Noch Heideggers Sein zum Tode erträumte 1927, das ist ein ganzes eigenes Kapitel, das mögliche Ganzsein-Können des Daseins. Eine ganz seltsame Idee, wie kann man ganz sein? Und da erhebt nun Patricia de Martellare einen naheliegenden Einspruch. Sie sagt nämlich, ein leidiger Aspekt des Lebens bestehe gerade darin, dass selbst die Rede vom Ende des Lebens unzutreffend sei. Denn ein leidiger Aspekt des Lebens bestehe gerade darin, dass es sich nicht vollendet. Denn wir bilden uns so ein, dass wir am Ende unseres Lebens sterben werden, was nicht nur logisch, sondern auch gerecht und sehr schön wäre. Aber in Wirklichkeit sterben wir auf dem Weg, um die Kinder von der Schule abzuholen. Im Badezimmer werden wir eine Kultursendung im Radio hören.
Oder ein Bett mit einer Frau, die nicht die unsere ist. Kann man nur zitieren, was eine Frau geschrieben hat, sonst wäre mir das peinlich. Wir sterben, so scheint es, immer in den ungeeignetsten Momenten. Und alles, was wir unbedingt noch tun mussten, alles, was wir auf jeden Fall noch sagen wollten, wird einfach ungetan bleiben und ungesagt. Unser Leben wird durch den Tod abgebrochen, nicht beendet. Das ist ein sehr interessanter und kluger Gedanke. Und man könnte auch sagen, darin besteht die eigentliche Drohung des Zwillings, nämlich im Abbruch und nicht in der Vollendung. Und vor dem Hintergrund dieser Analyse entwirft nun Patricia de Martellare ein Phantombild, wenn man so will, des kreativen Suizidenten, der mehr als andere Menschen von einer nie nachlassenden Unruhe und Unzufriedenheit getrieben wird. Er kann nichts beginnen, ohne gleich zu wollen, dass es schon beendet ist, weil er sich einbildet, dass er dann zufrieden wäre und seine Ruhe wiedergefunden hat. Aber darin wird er immer wieder getäuscht, denn sobald er das eine beendet hat, oder meistens sogar lange vorher, will er schon wieder etwas anderes anfangen, das eigentlich auch längst wieder fertig sein müsste. Das erklärt sowohl die große Ausdauer als auch den großen Widerwillen, mit dem er arbeitet, denn im Gegensatz zu seinen Artgenossen, die die meisten ihrer Tätigkeiten problemlos mittendrin unterbrechen können, geht es ihm nicht um das Vergnügen des Zeitvertreibs oder der Abwechslung, sondern einzig und allein um den Moment der Vollendung. Die Neigung eines Autors oder einer Autorin, die Vollendung eines Werks mit der suizidalen Vollendung des eigenen Lebens, wie paradox auch immer, zu verschmelzen, von der Martellare in diesem Essay, der eben, wie gesagt, als einer ihrer wenigen Texte in der Neuen Rundschau 1997 veröffentlicht worden ist, kann an einer Vielzahl von Beispielen belegt werden. Ich nenne Ihnen ein paar, die seltsam genug anmuten. Philipp Mainländer zum Beispiel nimmt sich am 1. April 1876 das Leben, kurz nachdem die ersten gedruckten Exemplare seiner Philosophie der Erlösung eingetroffen sind. Das ist schon seltsam, dass ausgehend auch bei diesem Thema eine Philosophie der Erlösung, und das Buch ist fertig, die ersten gedruckten Bücher treffen ein und Mainländer hängt sich. Carlo Michelstädter hat sich im Alter von 23 Jahren am 17. Oktober 1910 erschossen, nachdem er am Vortag seine Dissertation über La Persuasione e la Rhetorica abgeschlossen hat. Ein Buch, von dem Thomas Wajek, der Herausgeber der Hohen Luft, das ist ein Philosophiemagazin, behauptet hat in einem Buch mit dem schönen Titel Schein und Zeit, dass Martin Heidegger wesentliche Ideen zu Sein und Zeit eigentlich Michelstädter verdankt. Alfred Seidel verschickt das Buchmanuskript zu seinem Buch Bewusstsein als Verhängnis und begeht wenig später im Oktober 1924 Suizid. 4 Wochen nach Erscheinen ihres ersten Romans Die Glasglocke nimmt sich am 11. Februar 1963 Sylvia Plath das Leben. Ein anderes Beispiel hat der französische Schriftsteller und Fotograf Édouard Levé gegeben. Im Oktober 2007 schickte er das Manuskript eines Textes mit dem Titel Suizid, halb Roman, halb Essay, vielleicht auch Bekenntnis, an seinen Verleger, der nach der Lektüre begeistert anruft, um ein Treffen zu vereinbaren. Doch wenige Tage nach diesem Telefonat erhängt sich der 42-jährige Autor. Sein Text ist insofern einzigartig, als er durchgehend als eine Art von Selbstgespräch konzipiert ist. Die Spaltung in das literarische Ich des Autors und das adressierte Du eines Freundes, eines Zwillings, der sich bereits das Leben genommen hat, wird mit chirurgischer und zugleich poetischer Präzision vollzogen. Ich zitiere ein Stück. Dein Leben war eine Vermutung. Diejenigen, die alt sterben, sind ein Brocken Vergangenheit. Man denkt an sie und sieht, was sie waren. Man denkt an dich und sieht, was du hättest sein können. Du warst und bleibst ein Brocken Möglichkeiten. Dein Selbstmord war das Wichtigste, was du in deinem Leben gesagt hast, aber du wirst die Früchte davon nicht ernten. Bist du überhaupt tot, da ich doch zu dir spreche? Du bist ein Buch, das zu mir spricht, wenn ich es wünsche. Dein Tod hat die Geschichte deines Lebens geschrieben. Zitat Ende.
Das Versprechen, so könnte man sagen, des drohenden Zwillings wird gehalten und gebrochen zugleich. Das mögliche Ganzsein des Lebens wird zwar erreicht, aber der Lebenskünstler selbst dann verschwunden. Man könnte sagen, der Anfang des Johannesevangeliums wird nochmal umgekehrt und heißt jetzt, und das Fleisch ist Wort geworden. Ich frage noch ein letztes Mal, wie können wir Suizid verstehen? Und komme zurück auf einen Film, den ich vor einigen Jahren einem Publikum vorstellen durfte im Gespräch mit dem Regisseur. Es geht um den jungen Filmregisseur Stefan Bohun, einen Schüler Michael Haneckes, den ich zu Beginn meines Vortrags schon mal zitiert habe. Seine Art Dokumentarfilm, auch ein sehr persönlicher Film. Er trägt den Titel Bruder Jakob, schläfst du noch? Ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch gesehen hat. Er lief eine Zeit lang in den Wiener Programmkinos, zum Beispiel im Filmhaus in der Siebensterngasse. Der Film schildert den Suizid des Bruders des Regisseurs, das heißt nicht eigentlich den Suizid des Bruders jetzt als irgendein dramatisch wieder aufbereitetes Ereignis, sondern genau genommen die Reise nach Portugal, die Stefan gemeinsam mit seinen drei anderen Brüdern David, Johannes und Matthias unternimmt auf den Spuren des toten Bruders Jakob, also auf einer anderen Art von Jakobsweg, könnte man sagen, um dann zuletzt in demselben Hotelzimmer anzukommen, in dem Jakob seine letzten Stunden verbracht hat. Die Brüder liegen dann zu viert im Hotelbett. Das ist ein unglaubliches Bild. Das ist nicht so ein besonders geräumiges Bett. Und wenn sie vier ausgewachsene Männer da reinlegen, noch dazu kreuz und quer, dann sieht man, ist alles doch ein bisschen eng. Da liegen sie, traurig, nachdenklich, zornig. Der eine Bruder momentan, Jakob, was bist du doch für ein Trottel? Das ist dann plötzlich sozusagen als eine mögliche Reaktion auch denkbar. Die Szene ist anrührend. Sie ist weder melodramatisch noch irgendwie kitschig. Sie scheint abermals eine Art von Vollendung zu versprechen, sei es auch nur im Bild und Wort, in einer imaginären Gemeinschaft der Lebenden und der Toten, die in vielen Kulturen regelmäßig und rituell in Szene gesetzt wird. Und das Verstehen des Suizids, von dem ich jetzt mehrfach gesprochen habe, mündet dann spontan in Haltungen des Respekts und der Zuneigung, selbst dort, wo es um den eigenen Bruder geht. Und jetzt habe ich schon fast zu lang gesprochen, würde daher an dieser Stelle aufhören.